Heute kam in FIFA mal wieder eine Showdown-SBC raus, und zwar passend zur WM, nämlich zu Kovacic und Trossard. Lohnt die SBC? Wir schauen jetzt wie immer rein. Das Spiel Kroatien gegen Belgien findet schon am nächsten Donnerstag, also den 1.12. um 16 Uhr statt. Bis dahin hat man auch noch ungefähr Zeit, die SBCs abzuschließen. Kurz zur Erklärung: Die Karte, dessen Mannschaft das Spiel gewinnt, bekommt ein +2-Upgrade auf diese Karte. Also wenn Belgien gewinnt, bekommt Trossard ein +2-Upgrade. Wenn Kroatien gewinnt, bekommt Kovacic ein +2-Upgrade. Wenn das Spiel unentschieden ausgeht, bekommen beide ein +1-Upgrade. Wichtig die Frage, wer ist hier Favorit? In der Gruppe geht es hier für beide Mannschaften noch um alles. Gerade Belgien ist noch etwas am Wackeln. Das Spiel ist aber wirklich super ausgeglichen. Das ist ein völliges 50-50-Game. Kommen wir direkt mal zu Linkmöglichkeiten der beiden Karten. Beide spielen in der Premier League, was schon mal gut für die Linkbarkeit ist. Trossard hat zum Beispiel noch Estupiñan vom gleichen Verein. Ansonsten hier leider eher nichts. Von Belgien gibt es noch Carrasco. Kovacic hat den besseren Verein. Das ist schon mal ein Pluspunkt für ihn. Und von der Nation gibt es zum Beispiel noch Luka Modric. Schauen wir uns jetzt erstmal Kovacic kurz an. Der spielt wie gesagt für Chelsea, kommt dazu aus Kroatien, hat 4 Sterne Skills und 4 Sterne Weakfoot. Das ist für einen 8er schon mal top. Genau wie die Arbeitsrate mit Hochmittel. Die Werte sind jetzt nicht überragend. Seine Sprintgeschwindigkeit ist mit 72 nicht allzu gut. Der Abschluss mit 78 auch nicht so stark. Die Passwerte sind noch recht in Ordnung. Dafür kann er echt ganz gut dribbeln, das ist echt stark. Die Defense und Physis ist jetzt auch nicht so überragend, muss man sagen. Hier sind echt viele nur mittelmäßige Stats dabei. Kovacic kann dazu leider auch wirklich nur als ZM spielen. Beim Chemistry Style würden wir hier auf jeden Fall mit dem Anker gehen, um die Stärke noch ein bisschen zu pushen. Abgeben musst du hier zwei Teams, ein 82er Team mit dem Inform und ein 84er Team, das kostet ca. 65.000. Das SBC-Futter ist gerade relativ teuer, deshalb ist der Preis hier relativ hoch. Was gibt es hier für Alternativen? Aus der Premier League gibt es Bentancur Inform für 27.000, der ist etwas langsamer, aber sonst klar stärker und kostet halt auch weniger. Dann gibt es Matheus Nunes als Road to the World Cup Karte für nur 45.000. Der ist eigentlich nirgendwo schlechter und teilweise sogar besser und auch eben günstiger. Hier gibt es also auch aus der Premier League auf jeden Fall gute Alternativen. Wenn dir das Video bisher gefallen hat, dann kannst du uns gerne mit einem Like und einem Abo unterstützen. Das würde uns sehr freuen. Schauen wir uns jetzt die zweite Karte noch an, nämlich Trossard. Der spielt für Brighton in Half Albion in der Premier League und kommt aus Belgien. Seine Arbeitsraten sind auch top für einen Flügelspieler und cool ist, dass Trossard nicht nur LM, sondern auch LF und vor allem 10er und auch noch Stürmer spielen kann. Das ist richtig stark. Die Werte sind eigentlich auch recht vielseitig. Mit 96 hat er einen überragenden Antritt. Leider ist die Sprintgeschwindigkeit nicht ganz so gut. Er kann echt ordentlich schießen und passen. Beim Dribbling ist die Beweglichkeit überragend. Die anderen Sets sind auch noch echt gut. Das Kopfballspiel ist auch nicht schlecht. Die Stärke könnte vielleicht ein bisschen besser sein. Ansonsten sind das für den Offensiven wirklich gute Werte. Hier würden wir mit einem Marksman Chemistry Style gehen, um auch den Stärkewert weiter zu pushen, aber auch einzelne Dribbling-Sets und den Schuss. Für Trossard musst du ein bisschen mehr abgeben, nämlich ein 83er Team und ein 84er Team mit dem Inform. Das kostet ungefähr 75.000, also ein kleines bisschen mehr als bei Kovacic. Was gibt es hier für Alternativen? Zum einen Pulisic als Path to Glory Karte, der könnte sich also noch weiter upgraden für ein bisschen mehr. Der hat eine bessere Linkbarkeit durch den Verein und auch sehr ähnliche Stats. Zaha aus der Premier League hat zum Beispiel 5 Sterne Skills, da ist der schon mal besser, bei den Werten aber vielleicht nicht ganz so gut. Im Sturm sieht es in der Premier League ein bisschen schwächer aus. Hier gibt es Havertz zum Beispiel als Rulebreaker für 87.000, der ist teilweise besser, teilweise aber auch schwächer. Hier gibt es im Sturm echt nicht so eine große Auswahl. Sollte man die SBCs also eher machen oder lassen? Gerade die Karte mit den Upgrades später sieht natürlich nicht schlecht aus. Hier ist aber wirklich schwierig zu sagen, wer hier wirklich gewinnt. Aber auch mit dem +2-Upgrade sind beide Karten jetzt nicht komplett überragend. Tendenziell würden wir aber eher zu beiden lassen sagen, da gerade auch das Futter echt teuer ist. Allerdings, wenn du ein Premier League Team hast und dir noch ein Premier League Stürmer fehlt, kannst du Trossard auf jeden Fall machen. Also wenn du noch ganz viel SBC-Futter rumliegen hast und Trossard dann auch im Sturm spielen würdest, könntest du ihn machen. Gerade mit dem Upgrade sieht der echt nice aus und so viel Konkurrenz gibt es in der Premier League im Sturm auf jeden Fall nicht. Das war es soweit, wir hoffen, wir konnten dir das gut zusammenfassen. Lass gerne noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.